alle Jahre wieder. Ein neues iPhone ist auf dem Markt und wahrscheinlich ist bei den meisten jetzt schon wieder ein halber, vielleicht sogar ein ganzer Monatslohn weg. Doch bevor jetzt alle voreilige Schlüsse ziehen, wirklich brauchen tut es ja eigentlich keiner. Dennoch sollte man es wirklich jedem selber überlassen, ob man so viel Geld für ein Telefon oder für ein Pullover oder für ein Auto ausgeben möchte. Was ich davon halte in diesem Jahr, erfahrt ihr in diesem Video. Also viel Spaß. Im Vergleich zum iPhone 10 aus dem Vorjahr sieht das iPhone 10s eigentlich genau gleich aus. Wir haben noch immer das gleiche tolle Display, das gleiche hochwertige Gehäuse. Es hat zwar seinen stolzen Preis, allerdings kann man bei so einem iPhone auf jeden Fall sagen, es fühlt sich einfach Premium an. Das iPhone wurde auf jeden Fall in Sachen Performance verbessert. Der allerneueste A12 Bionic Chip ist da verbaut und es ist wirklich ein sehr, sehr schnelles Smartphone. Wer aber schon ein iPhone 10 aus dem Vorjahr hat, dem würde ich den Kauf gar nicht empfehlen. Er wird nämlich dann auch den Unterschied kaum merken. Es sei denn, ihr habt Bock auf ein größeres Display. Denn das iPhone 10s gibt es jetzt in einer größeren Variante und das ist das 10s Max. Das habe ich jetzt hier in der goldenen Variante. Sieht meines Erachtens irgendwie cool aus. Die goldene Farbe finde ich auch sehr frisch und gar nicht mal so weiblich, wie ich es am Anfang gedacht habe. Nur die Antennenstreifen sind irgendwie komisch positioniert. Nicht falsch verstehen, mich persönlich stört das ja eigentlich nicht, weil ich auch mein Smartphone nicht von unten betrachte. Mich verwundert nur die Tatsache, dass ausgerechnet Apple das nicht besser hinbekommen hat. Der A12 Bionic Chip hat eine ganze Menge zu bieten, denn unter anderem merkt man im Alltag, dass alles super smooth läuft und solche prozessorlastigen Aufgaben wie Augmented Reality oder Gaming verbraucht jetzt nicht mehr so viel Akku wie bisher. Apple verspricht 30 Minuten mehr beim iPhone 10s und 1,5 Stunden mehr beim iPhone 10s Max. Und oh mein Gott, sie haben es wirklich geschafft, denn im Vergleich zum iPhone 10 ist das schon ein absolutes Kaufargument. Denn mich persönlich hat jetzt gerade die Akkuleistung beim 10er total geärgert, aber mit dem großen 10s Max bin ich, was die Akkuleistung angeht, absolut begeistert. Natürlich wurde auch Face ID verbessert. Es ist jetzt sicherer und funktioniert auch spürbar schneller. Doch was genau bedeutet jetzt eigentlich spürbar? Naja, also ich kann euch jetzt nicht in Sekunden aufzählen, wie viel schneller es geworden ist. Was ich euch aber sagen kann, ist insbesondere morgens, also gerade dann, wenn ich im Bett liege und als allererstes mal aufs iPhone schauen möchte, habe ich schon gesehen, dass es beim iPhone 10 noch Schwierigkeiten hatte, insbesondere mit Face ID, wobei es beim iPhone 10s auf jeden Fall deutlich besser funktioniert. Meine Augen sind noch total verschlafen und das iPhone 10s geht trotzdem an. Beim iPhone 10 war es noch so, dass ich tatsächlich immer wieder versucht habe, herumzuwischen und dann am Ende dann dennoch noch den Passcode eingeben musste. Apple hat wirklich noch dazu gesagt, dass auf keinen Fall die Sicherheit darunter gelitten hat und es funktioniert aber spürbar, also besser. Große Modelle gab es ja beim iPhone bereits, aber nun gibt es ein 6,5 Zoll Display, also das größte jemals gebaute iPhone Display. Doch wenn es zwei unterschiedlich große Smartphones gibt, war es bisher so, dass das größere automatisch das bessere war, also mehr Arbeitsspeicher oder eine Kameralinse mehr. Dieses Mal bekommt man beim iPhone 10s und 10s Max quasi die identischen Smartphones, die sich nur unterscheiden in der Größe und im Akku. Klar, weil mehr Platz heißt gleich mehr Akku. Also welches nimmt man denn dann? Naja, das iPhone 10s hat ein 5,8 Zoll großes Retina-Display mit einer echt guten Auflösung und ich persönlich empfinde das kleinere Smartphone als fast schon perfekt für die Hand, also es ist im Alltag deutlich besser. Auf der anderen Seite gibt es beim 10s Max ein wahnsinnig tolles großes Display mit einer super Auflösung und insbesondere dann, wenn man sehr viel Netflix oder YouTube auf dem Smartphone schauen möchte, ist das deutlich die bessere Alternative. Aber wenn wir schon beim Thema sind, muss ich noch eine kurze Sache erwähnen, denn Apple bringt bekanntlich auch Ende Oktober das iPhone 10R raus. Ich finde es ein wahnsinnig interessantes Gerät, aber ich muss gleich erwähnen, dass da die Displayauflösung deutlich geringer sein wird. Ihr werdet es natürlich hier auch auf dem Kanal sehen, aber jetzt erstmal zurück zum iPhone 10S. Mann. Also wenn man mal einmal ein iPhone hatte, will man eigentlich nichts anderes mehr. Es macht einfach Spaß, es spiegelt nicht, es ist hell, es ist groß und da gibt es wirklich kaum Besseres. Natürlich ist ein Samsung-Display super hell, aber auch nach längerer Zeit mit dem Galaxy S9 Plus ist mir aufgefallen, dass es vergleichsweise schnell verschmiert. Außerdem finde ich persönlich die Farben und die Blickwinkel des iPhones richtig cool und es macht einfach Spaß mit den neuen Stereo-Lautsprechern. Die sind ohne Zweifel die lautesten Lautsprecher, die ich in einem Smartphone bisher gehört habe. Und sie verkratzen nicht, egal wie laut man sie stellt, der Sound ist einfach klar und deutlich.
Okay, jetzt habe ich wirklich das iPhone XS in den allerhöchsten Tönen gelobt. Allerdings gibt es immer noch eine ganze Menge Dinge, die nicht so wahnsinnig gut sind, obwohl es so teuer ist. Zum einen wäre natürlich auch der begrenzte Speicher. Ich habe da auf dem Kingston YouTube-Kanal etwas gezeigt, womit ihr auch den Speicher etwas erweitern könnt. Video dazu unten in der Videobeschreibung. Außerdem gefällt mir immer noch der Lightning-Anschluss nicht. Ich hoffe ja, dass wie bei den MacBooks beispielsweise auch USB Typ C in der Zukunft eingebaut wird. Außerdem ist es echt uncool, dass bei so einem teuren Preis auch der Lightning zu Klinkenanschlussadapter fehlt. Naja, es ist trotzdem ein wahnsinnig gutes iPhone und ich bin auch echt zufrieden damit. Wenn ihr also das Geld habt und unbedingt ausgeben wollt, dann habt ihr mit dem ein wirklich wahnsinnig gutes Smartphone. Wer jetzt aber immer noch etwas unentschlossen ist, der sollte sich noch ein bisschen gedulden, denn bald kommt das iPhone XR. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Die Farben werden cool sein, die Specs sind auch wahnsinnig interessant für den Preis sowieso und von daher bleibt gespannt, abonniert den Kanal, weil dann verpasst ihr das nächste Video nicht. Bis dahin, see ya! Cause it's hard for my soul.